Nach Elgato, Razer, HyperX und vielen anderen bringt nun auch Rocket ein streamingtaugliches USB-Mikrofon auf den Markt, welches sich aber mit besonderen Extras von der Konkurrenz absetzen soll. Wie sie das anstellen wollen, was dieses Mikrofon so drauf hat und wie es klingt, das erfahrt ihr wie immer hier. Das Mikrofon kommt zusammengesetzt mit seinem ungewöhnlichen Standfuß und gleich drei Kabeln daher. Zwei Kabel zur Verbindung des Mikrofons mit der Basiseinheit und ein 2 Meter langes Kabel zur Verbindung der Basiseinheit mit dem PC. Das Torch wirkt beim ersten Anblick bereits anders als viele andere USB-Mikrofone. Bevor wir darauf näher eingehen, zunächst zur Verarbeitung. Das Mikrofon selbst ist relativ groß und durchaus gewichtig. Das Gitter an Vorder- und Rückseite besteht komplett aus Metall, mit Rahmen und Logo aus Kunststoff. Der kleine mischpultartige Standfuß besteht komplett aus Kunststoff und bildet quasi die zentrale Kontrolleinheit des Mikrofons. Das Torch lässt sich dabei auf der Halterung nach vorne und hinten neigen. Fühlt ihr euch dadurch zu eingeschränkt, lassen sich die beiden aber dennoch voneinander trennen, um die Mikrofoneinheit zum Beispiel an einem Mikrofonarm zu verwenden. Dazu befindet sich ein 3/8 Zoll Gewinde an der Unterseite des Mikrofons. Ein Adapter auf 5/8 Zoll liegt leider nicht dabei. Mikrofon und Basiseinheit müssen zum Betrieb mit einem USB-C-Kabel miteinander verbunden sein. Die Einheit dann wiederum mit eurem PC. Ein direkter Betrieb der Mikrofoneinheit allein ist nicht möglich. Sobald das Mikrofon dann aktiv ist, erstrahlt es in schicker RGB-Optik und ist direkt ohne weitere Treiber einsatzbereit. Wie man schon erahnen kann, hält dieses Mikrofon ein paar Besonderheiten bereit. Vor allem im Standfuß bzw. der Basiseinheit. Auf der Rückseite gibt es hier einen Kopfhöreranschluss für latenzfreies Monitoring, kombiniert mit eurem PC-Sound. Einen USB-C-Anschluss für die Verbindung mit dem PC, einen weiteren für die Verbindung mit der Mikrofoneinheit, einen Schiebeschalter für den Abstandssensor des Mikrofons, dazu gleich mehr, und einen Taster, um die Helligkeit der Beleuchtung zu regulieren. Auf der Oberseite gibt es passend dazu drei Regler. Ein Fader für die Einstellung der Mikrofonverstärkung, einen Lautstärkeregler für eure Kopfhörer, der durch Drücken zudem euer Mikrofon stumm schalten kann, und einen Patternregler zum Umschalten zwischen verschiedenen Richtcharakteristiken, mit dem ihr das Mikrofon darüber hinaus auch noch ausschalten könnt. An der Vorderseite gibt es zudem noch einen Statusindikator. Hier leuchtet ein gut sichtbares Live, sobald das Mikrofon aktiv ist und von einer Anwendung genutzt wird. Schaltet ihr es stumm, wird das hier ebenfalls angezeigt. Zur Umsetzung der Richtcharakteristiken gibt es im Inneren des Mikrofons zwei Kapseln, womit es nicht die typische Auswahl der bekannten Yeti-Klone gibt. Stattdessen bietet dieses Mikrofon eine klassische Niere, eine empfindlichere und stark komprimierte Version, bezeichnet als Whisper-Modus, und eine Stereo-Charakteristik für räumliche Aufnahmen, geeignet für Instrumente, ASMR und ähnliche Szenarien. An der Oberseite findet sich dann noch als letzte Besonderheit ein kontaktloser Mute-Sensor. Sobald ihr hier mit eurer Hand quasi drüber wischt, ohne den Sensor tatsächlich zu berühren, wird es stumm geschaltet. Der kleine Schiebeschalter an der Basis kontrolliert dabei die Empfindlichkeit, also den maximalen Abstand zum Auslösen in 3 Stufen. Abseits dessen liefert das Mikrofon technisch solide Aufnahmen mit bis zu 48 kHz bei 24 Bit Tiefe. Sehr ausgefallen ist übrigens auch die RGB-Beleuchtung. Abhängig vom gewählten Aufnahmemodus wechselt die Farbe zwischen Blau, Gelb und Lila, wobei die seitlichen LED-Streifen ihre Beleuchtung abhängig von der Gain-Stufe ändern. Abseits dessen soll es aber auch noch die Möglichkeit geben, die Beleuchtung komplett zu individualisieren. Dafür ist die zugehörige Software Rocket Neon erforderlich. Diese setzt dann auf Rockets AIMO-System zur Lichtsteuerung. Zumindest theoretisch. Aktuell ist die Software noch in der Beta-Phase und erlaubt es mir zwar, AIMO zu aktivieren, eine Einstellung darüber hinaus war bisher aber noch nicht möglich. Hier wird aktuell scheinbar noch fleißig gearbeitet. Kommen wir damit zur Praxis. Wie üblich konntet ihr das Mikrofon bereits das ganze Video über in unbearbeiteter Reinstform hören. Bisher mit der einfachen Nierenrichtcharakteristik, allerdings zusammen mit einem Popschutz. Ohne, wie ich es jetzt verwende, kann es zu leichten Problemen mit P- und T-Lauten kommen, da der integrierte Popschutz nur mäßig gut funktioniert. Klanglich ist es ansonsten grundsolide, kein hörbares Rauschen und alles in allem ein sauberer Sound. Trotzdem trifft er nicht ganz meinen Geschmack, gerade was die oberen Mitten und Höhen angeht. Hier hätte es gerne etwas mehr Klarheit geben dürfen, ohne extra nachbearbeiten zu müssen. Als kleiner Vergleich, so klingt dagegen das Elgato Wave. Deutlich präsenter und eher meinen Geschmack treffend. Wie sieht's bei euch aus? Damit erstmal wieder zurück zum Rocket Torch. Als echtes Alleinstellungsmerkmal gibt es beim Torch den sogenannten Whisper-Modus. Den könnt ihr ab jetzt hören. Effektiv wird hier der Sound etwas geboostet und recht stark komprimiert, wodurch er vor allem dann geeignet ist, wenn ihr eher leise reden müsst, ohne dass ihr dann zum Beispiel im Spielgeschehen klanglich untergeht. Ziemlich speziell, aber sicherlich für den ein oder anderen durchaus praktisch. Den Stereo-Modus kennt man so schon von einigen anderen Mikrofonen.
Der ist solide umgesetzt und sorgt für eine durchaus brauchbare räumliche Ortung, gerade dann, wenn ihr euch eben vor dem Mikrofon bewegt. Trotzdem auch gerade gut bei Musik. Insofern lassen wir das Mikrofon nochmal kurz auf die Gitarre los. Zunächst mit der einfachen Nierencharakteristik. Und jetzt nochmal mit der Stereo-Charakteristik. Und das klingt grundlegend solide. Was recht positiv auffällt, ist die Umsetzung der Mute-Funktion. Durch den Sensor auf dem Mikrofon und der Taste an der Basis habt ihr zwei Optionen zum Stummschalten. Beide funktionieren quasi geräuschlos. Sprich, es gibt kein störendes Knacken, wie es sonst oft der Fall ist. Wenn wir das mal einfach mit der Hand drüber fahren, ohne das Mikrofon zu berühren, und das Ganze wird stumm geschaltet. Damit gegen Ende noch ein paar Worte zum Konzept an sich. Ich finde dieses Mikrofon durchaus ausgefallen. An Features wird sich dennoch aber leider quasi nur auf bekannte Funktionen beschränkt, die man so auch von vielen anderen USB-Mikros kennt. Nur sind diese eben da direkt ins Mikro selbst integriert. Einzig echter Vorteil ist, dass man dafür nicht am Mikrofon selbst rumtatschen muss. Ein extra Regler für das Monitoring wäre hier aber aus meiner Sicht zum Beispiel Pflicht gewesen. Stattdessen müsst ihr dafür extra in die Windows-Einstellung abtauchen und nachregeln. Mit Blickrichtung Elgato's Wave-Software hätte man sicherlich auch noch in dieser Richtung Punkte sammeln können. Denn so bleibt das Torch am Ende einfach ein gutes und vor allem optisch ausgefallenes Mikrofon, das abseits dessen und der Auslagerung einiger Funktionen keine echten Besonderheiten bietet. Der Preis geht dafür aber mit 100 Euro absolut in Ordnung. Was haltet ihr vom Rocket Torch? Kann euch das Konzept überzeugen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.